Hallo Freunde, hallo YouTube, ihr seid wieder bei Rillo. Das letzte Mal haben wir ja den Gebietsboss in Sens Festung besiegt und wollten uns jetzt aufmachen in Richtung Untotenasyl. Das werden wir jetzt auch machen. Dann müssen wir hier wieder zurück. Wie man da hinkommt, habe ich euch ja schon gezeigt. Oder angerissen. Die können wir noch mitnehmen hier. Der darf am Leben bleiben. Ja, wir müssen jetzt diesen Fahrstuhl benutzen. Also am besten man macht das, wenn man von unten hochfährt. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und hier auf diesen Absatz rauf. Wenn man dann raufkommt. Jetzt gelandet. So, gut. Wie gesagt, am besten man fährt von unten hoch. So, dann müsst ihr euch, wenn ihr mit diese Seite nehmt, hier halten. Und hier rauf. Genau, dann laufen wir hier weiter und müssen uns jetzt da auf diesen Vorsprung abrollen. Dann geht's hier hoch. Nein, erst müssen wir noch den Schlüssel da mitnehmen. Den brauchen wir nämlich. Können wir hier wieder runter. Die Seele einladen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Mal kurz rasten. Ja, beim letzten Mal habe ich ja was vergessen. Wir haben ja den ersten Kampf gegen einen Eisengolem da verloren. Und ich habe dann beim zweiten Mal mein restliches Zeug nicht wieder mitgenommen. Ärgerlich. Ist jetzt weg. Aber alles halb so wild. So, wir laufen wieder hier hoch. Hier die Treppe hoch und dann habt ihr hier ein Vogelnest. Da müssen wir rein, rollen uns zusammen und müssen einen Augenblick warten. Hier werden wir nämlich gleich wieder von dem Raben abgeholt, der uns schon vom Untotenasyl hierher gebracht hat. Und der bringt uns dann auch wieder zurück. Ja, da können wir dann einen Gebietsboss können wir da erledigen. Einen Ring einsammeln und die merkwürdige Puppe, von der ich schon geredet habe. So, jetzt sind wir wieder da. Warum treffe ich den denn jetzt nicht?
Ja, dann geht's hier rein. Wenn wir jetzt hier geradeaus laufen würden, dann würden wir da einkrachen im Boden und dann wären wir schon beim nächsten Gebietsboss. Das wollen wir jetzt noch nicht machen. Wir laufen jetzt hier erstmal rechts. Und da ist schon mal ein weißer Ritter. Den müssen wir besiegen. Also mal schauen, dass wir hinter den kommen. Jawohl. So, gut, dann bekommen wir hier einen roten Brocken und das Schwarzritter Großschwert. Sehr schön, braucht man auch, wenn man Platin erreichen möchte. Gut, dann geht's hier weiter. Und da seht ihr ihn schon. Der uns vorhin geholfen hat, ist jetzt auch ein Untoter und greift uns jetzt an. Da ist er. Von dem kriegen wir auch ein schönes Schild. So, das war's auch schon. Das war das Wappenschild. Sehr gut gegen, sehr gute Verteidigung gegen Magie. So, dann müssen wir wieder hier lang. Ah, gut, das habe ich vergessen. Da steht wieder der Typ mit der Kugel. Na gut. Also kriegt er erstmal einen Speer in den Rücken. So. Da haben wir's. Jawohl. Das zerbrochene Schwert kann man sich aufrüsten und daraus dann auch eine Bosswaffe schmieden. Also da vielleicht eins drin behalten. So, hier stehen jetzt zwei. Bei dem wieder. So, oder machen wir ihn so. Ja, und für diese Tür brauchten wir jetzt diesen Untoten Asyl West Schlüssel. Und da können wir jetzt den verrosteten Eisenring aufheben. Damit können wir jetzt zum Beispiel im Sumpf unten, in der Schandstadt, kommen wir einfach mal viel schneller vorwärts. Jetzt geht's wieder zurück, jetzt holen wir uns die merkwürdige Puppe. Ah, da fällt mir ein, wir hätten noch andersrum laufen können. Egal. So, wir müssen jetzt wieder in den Kerker zurück, in dem wir am Anfang saßen. Da haben wir jetzt hier noch einen schwarzen Ritter, der uns im Weg steht. Aber der soll auch nicht das Problem sein.
So, den haben wir auch. Noch einen roten Brocken. Brauchen wir noch, um Feuerwaffen aufzurüsten. Und dann können wir jetzt hier die merkwürdige Puppe aufsammeln. So, dann geht's wieder zurück. Dann können wir jetzt noch den Boss machen und dann haben wir das hier auch alles schon erledigt. Dann können wir uns hier nochmal resetten. Und dann gehen wir zum Boss. Hier wieder die Jungs platt machen. Ja, und dann geht's hier runter. So, und da haben wir ihn schon. Der hat jetzt ein bisschen mehr drauf als der andere, aber ist vom Prinzip her. Er ist vom Prinzip her genauso zu bekämpfen. Mal schön versuchen, von hinten ranzugehen. Passt auf, dass ihr da nicht in diese Explosion reingeratet. Auch wieder blendend. Was trinken hier? Einfach mal ein bisschen auf Abstand gehen. Angreifen. Wenn er damit anfängt, wieder gucken, dass ihr hinter ihn kommt. Aber ihr müsst auch da ein bisschen Abstand halten. Der cleverste Junge nicht, wie ihr seht. Und gleich haben wir ihn auch schon. Na, komm runter. So, noch zweimal zuhauen. Na, dreimal. Und das war's auch schon. Ja, von dem kriegen wir jetzt eine graue Scholle. Und wie es jetzt hier weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Video.